Herzlich willkommen zu Stars im Louis-Poltheim. Hier ist der Gastgeber der Stars im Louis-Poltheim. Hier ist Wolfgang Hafner. Hallo Nürnberg. Uns ging es damals darum, eine neue musikalische Farbe einzubringen und gleichzeitig die Qualität der regionalen Szene zu betonen. Deswegen ist der künstlerische Leiter Wolfgang Hafner ein in Nürnberg lebender Schlagzeuger, der in der ganzen Welt unterwegs ist. Stars im Louis-Poltheim ist für mich ein Treffen mit guten, engen Freunden. Das ist eines der größten Jazz Open Airs weltweit. Stars im Louis-Poltheim ist mir sehr heilig, weil es ist natürlich im wunderschönen Louis-Poltheim in Nürnberg, meine Heimat. The collaboration between the musicians gives you more creativity. Dass es jetzt endlich wieder losgeht, ist wie eine Befreiung für alle. Das ist wie ein Klassentreffen, Freude. Die Tatsache, dass wir mit Leuten zusammenspielen, die seit Jahrzehnten zusammen musizieren, ist einfach fantastisch. Also so eine Band kriegt man ganz selten zustande. Great to come and be with all these great, fantastic musicians. We are honored to be a part of this and being invited. Jörg Akinkeller is a fantastic arranger and the band is fantastic and it just expands our music and makes it sound better. Hier zu spielen zu dürfen, ist ja was ganz Besonderes. Das ist wie eine Familie. It's amazing to be back again, amazing to be connected back with Wolfgang Hafner and the whole gang here. Excited to perform in front of so many people and for us all to be together in the park. Everybody's here for one reason only, and that is to express themselves through the power of music. One hand in the air for the big city, streetlights, big dreams, all look pretty. Ein absolutes Privileg. Wenn man hier reinkommt, ich kenne ja jeden hier. Ich glaube, das ist die beste Big Band, die du hier überhaupt zusammenstellen kannst. Mit Umarmung, alle freuen sich, alle klatschen sich ab, alle knutschen sich und drücken sich. Das sind wirklich Freundschaften. Der Untertitel ist ja The Night of Jazz and Friends. Und ich glaube, dass aus dieser Energie, die dort entsteht, auch großartige Konzerte entstehen können.